Alle Eltern wissen, dass das erste Jahr mit einem Baby sowohl aufregend als auch anstrengend ist. Dein Baby weint die ganze Zeit, schreit nyeh, greift dich an die Ohren und du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Glücklicherweise haben Expertinnen und Experten diese spezielle Babysprache entschlüsselt und wir werden dir heute die Hinweise präsentieren, mit deren Hilfe du herausfindest, was dein kleiner Wonneproppen dir mitzuteilen versucht. Fangen wir mit der Art und Weise an, wie dein Baby schreit. In den ersten 4 Monaten des Lebens ist Schreien die primäre Methode, mit der Babys ihre Bedürfnisse kommunizieren. Hier sind 7 Arten von Schreien, zum Anhören sowie ihre Bedeutungen. Ein rufendes Schreien. Hast du schon mal ein Baby 5 oder 6 Sekunden schreien hören, bevor es etwa 20 Sekunden lang still war? Das ist keine Werbeunterbrechung, es ist ein rufendes Schreien. Es bedeutet, dass dein Baby jetzt eine Weile alleine war und dringend deine Aufmerksamkeit braucht. Wenn du nicht umgehend reagierst, wirst du diesen faszinierenden Zyklus noch ein paar Mal hören. Nimm dein Baby also in den Arm und schenk ihm ein wenig Liebe. Ein Hungerschreien. Diese Art von Schreien ist dem rufenden Schreien sehr ähnlich, hat aber einen Haken. Sollst du nicht sofort kommen, wird das Schreien schnell hysterisch. Eventuell dreht dein Baby auch seinen Kopf und macht schmatzende Geräusche mit dem Mund. Das ist nicht diese eine Stelle aus dem Exorzisten, sondern ein klares Zeichen, dass es Fütterungszeit ist. Ein Schmerzensschreien. Wenn du einmal ein Schreien vor Schmerzen hörst, verwechselst du es nie wieder mit einem der anderen. Dieses Schreien ist flach und stetig. Doch kleine hysterische Ausbrüche bedeuten, dass die Schmerzen sich verschlimmern und du schnellstmöglich einen Arzt rufen solltest. Diese Art von Schreien ist außerdem sehr laut. Es sei denn, dein Baby ist nicht kräftig genug, um laut zu schreien. Ein physiologisches Schreien. Babys schlagen sich mit den gleichen Körperfunktionen herum wie wir, von Blähungen bis hin zu Pinkeln und Kacken. Und die können bei ihnen mehr Unbehagen auslösen, als du vielleicht denkst. Dankenswerterweise lassen Babys dich das direkt wissen, indem sie jammern und quietschen, während sie schreien. Ein Schlafensschreien. Schlaf ist ein weiteres Problem für Babys. Manchmal können sie es einfach nicht. Verstehe ich vollkommen. Du kennst die Redensart, ich habe wie ein Baby geschlafen? Mit anderen Worten, ruhig und friedlich die ganze Nacht? Nun, eigentlich müsste es heißen, ich bin eingeschlafen und dann alle 2 Stunden aufgewacht und habe geheult. Ja, in diesem Fall klingt das Babyschreien wie ein beleidigtes und gleichmäßiges Wimmern, unterbrochen von vielem Gähnen. Schläfrige Babys reiben sich auch gern mal Augen und Ohren, also achte auch auf diese Warnsignale. Ein unbehagliches Schreien. Dieses Schreien klingt äußerst gereizt und wird oft von Herumgezappel begleitet. Vielleicht wedelt dein Baby auch mit Arm und Bein und krümmt den Rücken. Das bedeutet für gewöhnlich, dass es Zeit ist, seine Windeln zu checken oder ihm etwas anderes anzuziehen. Vielleicht ist ihm zu kalt oder zu warm. Ein gelangweiltes Schreien. Das hier kommt extrem häufig vor. Dein Baby schreit, du tust, was du kannst, aber du findest einfach nicht heraus, was los ist. Ganz ruhig, dein Nachwuchs ist ganz einfach frustriert oder gelangweilt. Geh mit ihm spazieren, draußen oder auch nur durch die Wohnung. Spielt 1-2 Runden Poker oder so. Nee, nur Spaß. Ein simpler Umgebungswechsel kann das Schreien ganz schnell beenden. Okay, jetzt wo du die verschiedenen Schreisszenarien kennst, ist es Zeit, über die anderen Geräusche deines Babys zu sprechen. Ja, all diese seltsamen Laute haben eine eigene Bedeutung. Die australische Kinderärztin Dr. Priscilla Dunstan studiert seit über 20 Jahren frühe Kindheitslaute. Im Zuge ihrer Studien hat sie 3 bis 4 Monate alte Babys verschiedener Nationalitäten untersucht. Dunstan zufolge fängt ein Baby nach nur 4 Monaten an, mit Hilfe von Lauten zu kommunizieren. Davor sind Geräusche nur ein primärer Reflex, der erst begriffen werden muss. Hier kommt also ein kleiner lauter Spickzettel. Nee bedeutet, hey, ich hab Hunger, fütter mich. Dieser Laut entsteht, wenn dein Baby seine Zunge an seinen Gaumen drückt, was den Saugreflex auslöst. Bedeutet, ich glaube, ich werde jetzt rülpsen. Dabei entweicht die überschüssige Luft aus der Speiseröhre deines Babys und es versucht, sie durch den Mund herauszulassen. Und manchmal kommt dabei mehr als nur ein Rülpsen heraus, wenn du weißt, was ich meine. Au heißt, ich bin so schläfrig und müde. Dein Baby drückt einfach die Lippen vor einem Gähnen zusammen und dieser Laut entsteht. He ist Babysprech für, ich fühle mich nicht so gut, etwas ist unangenehm.
die Hauptursache dafür ist sehr wahrscheinlich irgendein unerfreuliches Gefühl. Das Baby zeigt das, indem es sich ständig bewegt und außerdem mit seinen Händen und Füßen zuckt. Egg steht für Ich hab Bauchschmerzen, Hilfe. Dieser seltsame Laut kann sich in ein Stöhnen verwandeln, wenn dein Baby den Bauch streckt und ausatmet. Ignoriere diese Symptome nicht, unternehme umgehend etwas. Und das sind im Prinzip alle Babylaute, die du kennen solltest. Fühlst du dich schon wie ein Babyflüsterer? Warte, wir haben noch eine wichtige Lektion für dich: Babybewegungen. Kleine Babys haben eine eigene Körpersprache, die helfen kann, ihre Bedürfnisse und Stimmungen zu erkennen. Schauen wir sie uns an. Den Rücken krümmen. Eltern wissen, dass Babys unter 2 Monaten oft ihren Rücken krümmen. In den meisten Fällen ist das nur eine typische Reaktion auf Schmerzen oder eine Kolik, aber es gibt auch Ausnahmen von dieser Regel. Sollte dein Baby beim Essen seinen Rücken krümmen, ist das ein Zeichen von Rückfluss. Und nach dem Essen heißt es, es ist satt. Und kein Grund zur Sorge, wenn dein Baby die 2-Monats-Marke passiert hat und es noch immer tut. Es ist einfach müde oder schlecht gelaunt. Den Kopf drehen. Auf diese Weise kommt dein Baby zur Ruhe. Für gewöhnlich kannst du das beobachten, wenn es kurz davor ist einzuschlafen oder Leute trifft, die es noch nicht kennt. Die gute Nachricht ist, dass du deinem Baby helfen kannst. Reibe einfach sanft seinen Rücken und es wird sich umgehend entspannen. Sich an die Ohren greifen. Das mag ziemlich gruselig aussehen, aber es ist vollkommen natürlich. Dein Baby erkundet lediglich seinen Körper. Folgt auf das Ohrenreiben allerdings ein heftiges Weinen, solltest du zum Arzt gehen, um die Ursache des Problems zu finden. Die Fäuste ballen. Faust oder keine Faust zeigt, wie hungrig dein Baby ist. Eine vollkommen entspannte Hand bedeutet, es ist satt, während starke Fäuste zeigen, dass dein Baby umgehend etwas zu essen braucht. Auf dieses kleine Detail zu achten, kann dir helfen, hungriges Schreien zu vermeiden und dir haufenweise Stress ersparen. Die Beine anheben. In den ersten Monaten seines Lebens sind Bauchschmerzen und Koliken bei einem Baby fast unvermeidbar. Es versucht alleine damit klarzukommen, indem es seine Beine anhebt, um diese unangenehmen Empfindungen zu lindern. Doch jede zusätzliche Hilfe deinerseits ist herzlich willkommen. Streicheleinheiten fürs Bäuchlein sind super. Mit den Armen wedeln. Laute Geräusche, helle Lichter und plötzliches Aufwachen verursachen einen Schreckreflex bei Säuglingen. In der Folge wedeln sie aus Angst mit den Armen. In diesem Fall ist es deine Aufgabe, dein Baby zu beruhigen und sicherzustellen, dass es in Ordnung ist. Und das war's. Das ist alles, was du wissen musst, um die Gedanken deines Babys zu lesen. Kinderärzte und Ärztinnen empfehlen Eltern, so oft wie möglich mit ihren Babys zu sprechen. Zeig ihm die Dinge um sie herum, erkläre, wie sie funktionieren oder erzähle ihm coole Geschichten, selbst wenn er oder sie dich noch nicht zu verstehen scheint. Diese Art konstanter Kommunikation hilft Babys, ihre eigenen Laute und Gesten zu entwickeln, um sich besser ausdrücken zu können. An dieser Stelle sollten wir dir eigentlich zeigen, was die verschiedenen Farben und Schattierungen der AA in ihren Windeln bedeuten. Aber leider haben wir keine Zeit mehr, also müssen wir das auf ein anderes Mal verschieben. Kennst du selbst noch ein paar Tricks, um mit Babys zu kommunizieren? Hinterlass sie uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, es mit deinen Freunden und Freundinnen zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren. Komm zu uns auf die Sonnenseite des Lebens.